So, wir wollen das Taylor-Polynom fünften Grades für die Kosinusfunktion ermitteln. Und dazu verfahren wir genauso wie beim Sinus auch. Hier unten rechts habe ich schon wieder das Summenzeichen hingeschrieben. Und auch hier finden wir jetzt eben das Taylor-Polynom. Wir nennen es mal TC für Kosinus. Und starten auch hier wieder genauso wie beim Sinus auch, indem wir eben mit n gleich 0 anfangen. Für n gleich 0 haben wir die nullte Ableitung von Kosinus. Die nullte Ableitung von Kosinus ist natürlich wieder der Kosinus, also Kosinus von 0 geteilt durch 0 Fakultät. 0 Fakultät mal x hoch 0. So, was passiert hier? Der Kosinus von 0 ist bekanntlich 1. 0 Fakultät ist nicht 0, wie man vielleicht erstmal denkt, sondern 0 Fakultät ist ebenfalls 1. Und x hoch 0, eine Zahl hoch 0, ergibt immer 1. Das haben wir hier, das heißt, wir haben hier 1 geteilt durch 1 mal 1. 1 und 1 kann ich kürzen und weglassen. Hihi, Spaß beiseite. Nein, es bleibt einfach nur eine 1 stehen natürlich. Also 1. So, wir setzen für n gleich 2 ein. Nee, wir setzen für n gleich 1 ein. Wenn ich für n gleich 1 einsetze, habe ich hier oben die erste Ableitung von Kosinus. Die erste Ableitung von Kosinus ist der Minus Sinus von 0 mal geteilt durch n Fakultät. Ach so, 1 Fakultät. 1 Fakultät mal x hoch 1. Sinus von 0 ist 0, haben wir im vorigen Video schon gesehen, können wir also weglassen. Die zweite Ableitung von Kosinus, wenn wir für n gleich 2 ansetzen, die zweite Ableitung von Kosinus ist der Minus Kosinus. Der Minus Kosinus von 0 ergibt gleich 1, kann ich gleich hinschreiben. Nee, ergibt gleich minus 1. Der Kosinus von 0 ist 1 und der Minus Kosinus von 0 ist demnach minus 1. Geteilt durch 2 Fakultät mal x hoch 2, das ist jetzt altbekanntes Spiel. Plus, jetzt kommt wieder der Sinus. Die dritte Ableitung von Kosinus ist der Sinus. Da der Sinus von 0 wieder 0 wird, können wir den wieder weglassen. Die vierte Ableitung von Kosinus ist dann wieder der Kosinus. Der Kosinus von 0 ist wieder 1 geteilt durch 4 Fakultät mal x hoch 4. Ich hoffe, das Prinzip ist klar. Ich mache das ein bisschen schneller. Und die fünfte Ableitung von Kosinus ist dann wieder der Sinus. Oder der Minus Sinus, weiß ich. Nee, der Minus. Der Sinus ist dann wieder, und der Sinus von 0 wird dann ja wieder 0, deswegen können wir den wieder weglassen. Und somit haben wir jetzt hier schon unser Taylor-Polynom für den Cosinus. So. Jetzt schreiben wir das Taylor-Polynom von dem Cosinus und das Taylor-Polynom vom Sinus mal untereinander. Ach, das war zu früh. So. Na, warum funktioniert es nicht? Das ist jetzt ein bisschen komisch. So, so geht's auch. Also, das hier oben ist das Taylor-Polynom vom Cosinus, das da drunter ist das Taylor-Polynom vom Sinus. Wir nennen es mal TS. Wir addieren die beiden jetzt mal. Das heißt, wir nehmen das Taylor-Polynom vom Cosinus plus das Taylor-Polynom vom Sinus und schauen mal, was passiert. Das heißt, wir halten das Taylor-Polynom von beiden zusammen, also TS plus C könnte man sagen, von x. Dann haben wir hier die 0, die können wir jetzt auch weglassen, die interessiert ja keinen. Hier oben haben wir eine 1, dann haben wir plus x beim Sinus, dann haben wir hier oben plus, oder eher gesagt minus, das Minus kann ich ja jetzt hier auch als Vorzeichen davor ziehen. Haben wir minus 1 geteilt durch 2 Fakultät mal x Quadrat. Dann haben wir beim Sinus minus 1 geteilt durch 3 Fakultät mal x hoch 3. Dann haben wir beim Cosinus wieder 1 geteilt durch 4 Fakultät mal x hoch 4. Und dann haben wir beim Sinus wieder plus 1 geteilt durch 5 Fakultät mal x hoch 5. Ich kann auch die x da auf die Bruchstriche ziehen, das sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Also s plus c von x ist gleich 1 plus x minus x Quadrat durch 2 Fakultät minus x hoch 3 geteilt durch 3 Fakultät plus x geteilt durch 4 geteilt durch 4 Fakultät plus x geteilt durch 5 geteilt durch 5 Fakultät. Und diese Form kommt dem einen oder anderen vielleicht schon etwas bekannt vor. Jeder, der in der Schule mal die E-Funktion hergeleitet hat, und zwar nicht über den, wie nennen sich die Wege denn? Wie soll ich es beschreiben? Über den Weg als Potenzreihe, sage ich jetzt einfach mal. Man kann die E-Funktion ja als Potenzreihe herleiten. Dem kommt diese Reihe schon bekannt vor. Das heißt, der erkennt jetzt schon diese ersten Bezüge zur E-Funktion. Für alle, die das noch nicht kennen, werden wir jetzt gleich das Taylor-Polynom fünften Grades für die E-Funktion herleiten und dann werdet ihr sehen, welcher Zusammenhang zwischen diesem Polynom und dem Polynom von der E-Funktion besteht. Und ich hoffe, du bist dann auch